Vater, wir danken dir sehr herzlich, Herr, dass wir hier in deiner Gegenwart stehen dürfen, Herr. Herr, und wir wollen dich nicht nur einladen, sondern wir wollen dich so sehr bitten, dass du heute Abend möchtest so kraftvoll, Herr, hier erscheinen, Herr, in unserer Mitte, Herr. Herr, dass kein einziger hier hinausgeht, Herr. Selbst wenn er sich so fühlt, als wenn er schon alles hätte im Leben, Herr. Vater, wir lieben dich und wir wollen dich sehr, sehr bitten und dir danken, Herr, dass du treu bist, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du hier bist, Herr. Und ich bete, Vater, Herr, dass jeder Einzelne heute Abend so klar sehen darf, wie du bist, Herr. So klar hören darf, was du ihm heute Abend zu sagen hast. Wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du fähig bist zu sprechen. Herr, und ich bete aber auch, dass du uns den Mut schenkst, zu hören, zuzuhören, was dein Wort sagt. Herr, wir laden dich ein und beten, dass du diesen ganzen Raum erfüllst, Herr, dass du unsere Herzen, unsere Gedanken erfüllst, dass dieser Moment jetzt ein heiliger Moment ist, wo nichts anderes zählt, als nur du, der du uns geschaffen hast, der du uns erlöst hast und so viele andere Dinge noch getan hast. Vater, wir heißen dich willkommen, Jesus, wir heißen dich willkommen und Heiliger Geist, hab du Freiraum hier. Herr, das wollen wir nicht nur sagen, sondern wir geben dir die Erlaubnis, dass du uns auch überrascht, ja, dass du wirklich das sagst, was auf deinem Herzen ist, Herr. Amen. Amen. Wunderbar, dass du da bist. Darf dich gerne setzen. Ich weiß nicht, ob du schon mal den Wunsch hattest, die geistliche Welt tatsächlich zu sehen. Bei so einer Lobpreiszeit würde es mich so sehr interessieren, dass ich die geistliche Welt sehe. Dass ich sehe, in welcher Ecke, bei welchen Leuten irgendwie gerade enorm viele Engel sind, enorm viel Wirkung vom Heiligen Geistes, wo jemand mit einem offenen Herzen da ist. Und dann würdest du vielleicht auch dunkle Mächte sehen, wie sie hier hineinkommen wollen, wie sie bei manchen Menschen Zutritt haben, wo sie manche Menschen ablenken können, binden können, blind machen können. Und bei anderen Leuten kämpfen sie enorm stark darum, aber sie schaffen es nicht. Ich hätte so gerne eine so klare Sicht in die geistliche Welt, dass ich hier alles genau beobachten kann. Und dann sehe ich einen, der hat beide Hände oben, aber ich sehe enorm viel Dunkelheit über ihm. Weil er nur mit sich selbst beschäftigt ist, mit seinen Gefühlen und irgendwie ja nur in dem bleibt, was er gerade ist. Und da ist vielleicht ein anderer, zwei Plätze weiter, über dem ist so ein Licht. Über dem sind so viele Engel. Und dann höre ich die Engel, wie sie sagen, hey Chef, ist okay, dass wir noch ein bisschen bleiben? Hier ist echt cool gerade. Der Himmel weiß von diesem Treffen hier. Der Himmel weiß, dass du hier bist. Und lass uns doch erwarten, nicht nur heute Abend, sondern jedes Mal, wenn wir uns bewusst Zeit nehmen und Gott suchen, dass tatsächlich was passiert. Dass tatsächlich was auf dem Teller ist für dich. Und wie schön wäre das, wenn wir immer sehen könnten, was gerade passiert in der geistlichen Welt. Hatte sicher auch seine Risiken so, aber ich träume manchmal und denke mir, wow, das wäre so cool. Wenn ich sehe, wow, da hinten, da sind so viele Engel, die gehen ein und aus. Das ist der Heilige Geist, der schneidet gerade Ketten durch, der berührt gerade und heilt. Der schenkt gerade so eine neue Sicht auf die Probleme, eine neue Sicht, eine neue Kraft fürs Leben. Und oft wünschen wir uns das, dass wir diese geistlichen Dinge so mit unseren Augen sehen. Und das ist leider oft nicht so. Das wünschen wir uns. Aber ein Moment, wo es so war, war in der Apostelgeschichte 2. Da lesen wir nämlich, dass sich 120 Leute versammelt haben, weil Jesus ihnen gesagt hat, Freundchen, bleibt mal noch ein paar Tage hier. Ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Geht nicht vorher raus, versucht es nicht in eurer eigenen Kraft, sondern bleibt, bis ihr die göttliche Kraft bekommt, um den göttlichen Auftrag zu tun. Und darfst du mit mir aufschlagen, Apostelgeschichte 2. Ja, wo wir diese ganz, ganz bekannte Stelle lesen und wo wir lesen, dass die Menschen damals gesehen haben mit ihren Augen, als diese Menschen beteten, als wo sie sich eins gemacht haben, wo sie sich einander geliebt haben, geehrt haben und dieses eine Ziel hatten, zu warten, dass Gott irgendwas Übernatürliches tut. Sie wussten, dass etwas passiert, aber sie hatten keine Ahnung, was passieren würde. Und dann lesen wir, dass über ihren Köpfen Feuer, Flammen
zu sehen waren, was plötzlich ein Wind durch dieses Haus ging und Gott ihnen quasi ein bisschen nachgeholfen hat und ihnen etwas für ihre Augen und ihre Sinne gegeben hat, um zu verstehen, ein bisschen was davon zu verstehen, was gerade passiert. Und wir lesen zum Beispiel ein paar Verse davor noch, in Vers 1, Vers 8, lesen wir, warum das alles passiert. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, wenn wir uns über das Wirken des Heiligen Geistes Gedanken machen, dass wir diesen Vers nicht vergessen. Da heißt es, sondern, im Vers davor heißt es kurz, dass es nicht um irdische Dinge geht, um irgendein Königreich, was jetzt beginnt oder nicht, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, die Fülle des Heiligen Geistes, um was es mir heute Abend geht, die Fülle des Heiligen Geistes ist dafür da, nicht damit ich mich ein bisschen netter fühle, nicht, dass ich irgendwie von meiner Lehre, meinem Herzen ein bisschen abgelenkt werde und ein paar emotionale Momente habe, sondern die Fülle des Heiligen Geistes ist da, damit ich einen Dienst tun kann, ist, damit ich Zeuge sein kann. Jetzt sagst du, aber ich habe keine guten Worte, ich kann nicht gut predigen. Du sollst ja Zeuge sein, nicht davon reden nur. Also mein ganzes Leben, und dieser Anspruch ist viel höher, wenn ich nur ein paar nette Worte mir vorbereiten könnte und dann eine mächtige Predigt bringen könnte, das wäre einigermaßen einfach. Aber der Anspruch ist viel, viel höher an uns. Unser Leben soll predigen. Unser Leben. Und zwar jeden Tag, jede Sekunde, in jeder Lebenslage. Und das ist herausfordernd. Und das ist etwas, was ich nicht schaffen kann ohne den Heiligen Geist. Die Jünger werden hier in Pfingsten erfüllt mit dem Heiligen Geist. Oder man sagt auch, sie werden getauft im Heiligen Geist oder mit dem Heiligen Geist. Also sie werden völlig abgefüllt, völlig umgeben mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist nicht nur ein nettes Emotionserlebnis, wo ich irgendwie nach hinten falle oder irgendwie weine oder irgendwas, sondern es, dass mein Leben verwandelt wird und ein Zeugnis ist. Zeugnis wofür? Für die Herrlichkeit und den Charakter Gottes. Nicht nur für die Kraft auch, aber für den Charakter und die Herrlichkeit, die Majestät Gottes. Und das ist etwas sehr, sehr Großes. Und das ist ein Teil, ein wesentliches Teil des Evangeliums. Das Evangelium ist, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, um mir meinen Wert zu zeigen und um mir meine Schuld wegzunehmen. Aber dabei bleiben wir nicht. Dabei bleiben wir besser nicht. Weil wenn nur Vergebung unser Evangelium ist, na, dann warten wir auf den Tag, auf den wir sterben und sagen, juhu, dann bin ich irgendwann im Himmel. Und die Zeit bis dahin, je nachdem wie deine Vergangenheit war, wird sie mehr oder weniger miserabel sein. Weil du hast dich ja nicht verändert. Wenn unser Evangelium nur Vergebung ist, dann nehmen wir nur sehr, sehr kleine Scheibe vom Brot. Vergebung ist der Start, damit ich innerlich ein ganz neuer Mensch werde, dass in mir eine neue Schöpfung geboren wird, was völlig übernatürlich ist. Und nicht nur das, sondern dass der Heilige Geist in mich hineinkommt. Ein Teil der Dreieinigkeit, ein Teil der Gottheit zieht in mir ein. Und nicht nur das, der wohnt nicht nur da, sondern der will sich auch bemerkbar machen. Und das ist die Fülle des Heiligen Geistes. Wenn für jeden in deiner Umgebung sichtbar ist, dass in dir Gott wohnt. Dass der nicht nur da wohnt, um Sommerschläfchen oder Winterschläfchen zu machen, sondern dass in dir ein lebendiger, allmächtiger Gott ist, der dich völlig verwandelt hat und der Welt jetzt zeigen will, wie er ist. Dass es nicht nur irgendein Gebet zu einem Gott, der vielleicht einen Segen zu mir runterschmeißt, wenn ich lang genug bete, sondern es ist ein Gott, der mich völlig verwandelt. Und wenn wir weniger von Gott erbitten als das, dann ist der Heilige Geist nicht beleidigt, aber er denkt sich, schade, warum nimmst du nur so wenig vom Paket? Wenn wir nicht die völlige Verwandlung unserer inneren Menschen und die Fülle des Heiligen Geistes für uns in Anspruch nehmen. Weil die Bibel sagt ganz klar, dass uns sehr, sehr viel geschenkt wurde. Und wie schön ist es, wenn wir das tatsächlich in Anspruch nehmen. Und meine Frage heute Abend ist, wie kann ich in der Fülle des Heiligen Geistes leben? Wie kann ich in der Fülle des Heiligen Geistes leben? Und manchmal sagen wir so, oh, jetzt komme ich zu so einem Treffen und dann werde ich total erfrischt. Und dann kann ich endlich wieder auftanken. Wunderbar, wenn das passiert, oh, Halleluja. Aber wenn mein Grundverständnis ist, das Leben ist so hart, Alltag
der Alltag der anderen Menschen auf der Arbeit, zu Hause, die saugen mir mein Leben aus. Und dann brauche ich, Halleluja, immer wieder eine Füllung des Heiligen Geistes, damit ich wieder frisch weitergehen kann. Klammer auf, für die nächsten 2 Wochen, bis ich dann wieder ganz leer bin. Wenn das mein Grundverständnis ist, dann habe ich eine ganz andere Vorstellung, als das, wie der Heilige Geist wirken will. Wir sehen immer wieder, dass der Heilige Geist kommt und eine ganze Gruppe oder Einzelne erfüllt und erfrischt und auftankt sozusagen. Aber das ist oft nur, weil wir den ganzen Alltag ohne den Heiligen Geist leben. Das heißt, wenn ich immer wieder diese Momente habe vom Heiligen Geist, wunderbar, aber es ist die Frage, ob der Heilige Geist mich so sehr erfrischen will, damit ich endlich verstehe und eine Sehnsucht in meinem Herzen erweckt, dass ich das ja jeden Tag haben könnte. Und wie schön ist es, wenn wir den Heiligen Geist genau darum bitten und sagen, Heiliger Geist, ich will permanent in deiner Fülle leben. Ich will nicht auf nächstes Jahr Pfingsten warten, bis hier eine Kampagne wieder stattfindet und ich dann wieder erfrischt werde, sondern ich will jeden Tag, ob ich krank bin oder gesund bin, ob ich müde bin oder kraftvoll bin, ob es mir gerade gut geht oder nicht, ob ich gerade König werde oder befördert wurde, jeden Tag in der Fülle des Heiligen Geistes zu leben. Und wie schnell lassen wir uns im Alltag so ein geringes Maß vom Heiligen Geist aufschwatzen von irgendjemandem. Und wir sind zufrieden, dass der Tag so einigermaßen läuft und nichts Schlimmes passiert. Und dann sagen wir am Abend, danke Gott für deine Gnade und deine Bewahrung. Wunderbar. Aber wenn uns nicht dieser Hunger ist, dann hat der Heilige Geist wenig Chance, mir das zu geben, was er eigentlich möchte. Ja, dieses Bild der Tankstelle, der Erfrischung, des Auftankens ist wunderbar, aber wir sollten permanent voll sein. Permanent, überfließend und permanent diese Fülle des Heiligen Geistes haben. Und das ist, wonach ich mich sehne. Ist nicht nur hier und da mal eine Erfrischung, sondern es ist eine Sehnsucht jeden Tag, dass ich die Gegenwart Gottes mehr liebe als meinen Schlaf, dass ich die Gegenwart Gottes mehr liebe als meinen Fernseher, dass ich die Gegenwart Gottes mehr liebe als alles andere. Und nichts Geringeres ist die Sehnsucht des Heiligen Geistes für dich und für mich. Mein erster Punkt ist, die Fülle kommt vom Thron. Die Fülle vom Thron. Ich bin Lehrer an einer Mittelschule im Landkreis München und es wäre enorm komisch, wenn ich jetzt nach den Ferien wieder in die Schule gehe und plötzlich verhalte ich mich wie ein Schüler. Ich gehe zur Schule mit meinem Rucksack, mit meiner Maske und dann warte ich vor der Schule, bis mein Lehrer mich abholt. Und ich warte bis 7:45 und es kommt keiner. Vielleicht könnte ich auf die Idee kommen, ups, ich bin ja der Lehrer. Ich sollte ja vielleicht meinen Schlüssel gebrauchen, reingehen ins Haus, alles vorbereiten und damit ich meine Schüler abhole. Nicht damit ich warte, bis jemand mich abholt. Und dann bin ich in der Schule und habe immer diese Unruhe, weil ich Angst habe vor dem nächsten Test, der nächsten Probe, der nächsten Ex. Und ich merke gar nicht, dass ich ja derjenige bin, der den Termin, den Stoff und den Umfang des Stoffes für diese Probe festlegt. Und dann setze ich mich lieber ganz hinten in die Klasse, in die letzte Reihe, weil ich ein bisschen Angst habe, was die Schüler über mich sagen, ob sie mich zum Klassensprecher wählen oder ob sie mich ein bisschen mobben. Und ich verstehe nicht, dass ich der Lehrer bin und ich nicht dafür da bin, ob ich gemocht werde oder nicht, sondern mein Job ist, dass die Schüler was lernen. Und oft gehen wir mit einer ähnlichen Haltung durchs Leben. Wir gehen durchs Leben mit einer Einstellung eines Bettlers, der auf die Gnade Gottes hofft, aber nicht versteht, wer er ist. Und die Bibel sagt so viel, wer wir sind. Aber oft schieben wir diese Verse so in diese Ecke der Theologie, was ich eben vielleicht mal, da denke ich mal irgendwann drüber nach und eigentlich kann das irgendjemand so richtig verstehen. Und die Leute, die ich frage, die verstehen das auch nicht, also lasse ich das mal lieber. Und ich verstehe nicht, wer ich geworden bin. Und da will ich dir ein paar Verse vorlesen, wo es über diese Fülle geht. In Johannes 10,10 sagt Jesus schon vor seinem ganzen Kreuz, Auferstehung und dem Heiligen Geist und dem Pfingsten, sagt er, ich bin gekommen, damit nicht wieder Dieb, um zu stehlen, um zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben im Überfluss. Und nicht nur ein bisschen mehr biologisches Leben, nicht nur ein bisschen emotionales mehr Leben, sondern das göttliche Leben. Das heißt, dass ich davor tot war. Und das ist, was die Jünger verstanden hatten und warum sie gewartet haben. Sie wussten, wir brauchen das göttliche Leben, das durch uns fließt. Wir brauchen nicht hier und da mal eine Begegnung mit dem Heiligen Geist, sondern wir brauchen ein Leben, was durch mich fließt.
in guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Und wie wunderbar ist das, wenn wir begreifen, dass Jesus sagt, ich bin gekommen. Der Grund, warum ich gekommen bin, ist, weil im Garten etwas schiefgelaufen ist und gestorben ist, damit ich jetzt dieses Leben neu schenke. Dann sind wir manchmal zufrieden mit, ja, mein Tag war ganz gut, mir geht es ganz einigermaßen gut so. Und damit meine ich, dass niemand mich blöd angemacht hat, ich meinen Job noch immer habe und gesund bin. Und ich verstehe nicht, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, damit du das göttliche Leben hast und nicht nur ein bisschen, sondern im Überfluss, in der Fülle. Geht noch weiter. Paulus sagt, Kolosser 2,10, 2,9, in ihm, in Jesus wohnt nicht nur ein bisschen der Fülle, sondern die ganze Fülle Gottes. Die ganze Fülle Gottes. Und im nächsten Vers sagt er, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Du bist auferweckt worden, mitversetzt worden in himmlischen Regionen und jetzt bist du in so einer Einheit mit Jesus, dass seine Fülle deine Fülle geworden ist. Jetzt kannst du natürlich sagen, wäre ein netter Vers, ich fühle mich ein bisschen ermutigt, aber du schiebst diesen Vers in die Ecke von Theologie. Und du begreifst nicht, dass du jetzt im Moment in der geistlichen Welt auf diesem Thron sitzt. Natürlich nicht am Thron des Schöpfers, nicht am Thron des Sohnes, aber du sitzt auf einem Thron, du bist mitversetzt in den gleichen Thronsaal wie Gott selbst. Und das ist mal wert, ein paar Sekunden drüber nachzudenken. Die Fülle kommt, wenn ich erkenne, wer ich bin. Wenn ich das für mich in Anspruch nehme und nicht durch meine Schule renne mit einer Mentalität eines Schülers und jedem Lehrer aus dem Weg gehe, weil ich irgendwie Angst habe, dass mir ein Verweis geht, weil ich irgendwas Verbotes vielleicht gemacht habe. Und manchmal, glaube ich, erwischt uns der Heilige Geist bei einem jämmerlichen Gebet. Passiert manchmal. Dass ich vor Gott gekommen bin und sage, oh Gott, du weißt dieser Tag. Du weißt, ich bin oft so untreu. Du weißt meine Schwächen, du weißt da und die Bedingungen. Und dann höre ich das Flüstern des Heiligen Geistes, der mir sagt, Freundchen, komm mal schnell wieder hoch auf deinen Thron. Manchmal beten wir jämmerliche Gebete eines Bettlers, die ich beten darf. Aber wo der Heilige Geist mir immer wieder sagt, komm mal schnell wieder auf deinen Thron. Weil das ist nicht der Ort, wo du Licht sein kannst. Weil du bist ja selbst völlig dunkel. Die Fülle kommt, wenn ich verstehe, dass Jesus sein Blut vergossen hat. Damit er mich nicht irgendwann in den Himmel holt, sondern damit ich jetzt in der geistlichen Welt auf einem Thron, in einer Autorität und Identität lebe, die Menschen nie gekannt haben. Und wie schön wäre es, wenn wir ein Volk sind, bei dem die Engel sich reißen, uns zu begleiten, weil sie wissen, dass wir wissen, wer wir sind, weil wir auf dem Thron sitzen und uns nicht von anderen Menschen versklaven lassen, weil wir wissen, dass wir auf einem Thron sitzen. Und es ist so eine Blockade für den Heiligen Geist, wenn ich weniger als das nehme, als was er mir geben will. Wenn ich permanent unten in der Dunkelheit lebe, und der Heilige Geist mich jeden Tag ruft, auf meinen Thron zu gehen. Auf den Thron, den ich mir nicht selbst ausgesucht habe, wofür Jesus sein Blut vergossen hat. Damit ich mit ihm regiere. In Kraft, in Liebe und in Autorität. Und das ist, wozu wir berufen sind. Wie schade ist es, wenn wir weniger in Anspruch nehmen. Fülle und Salbung ist keine Belohnung. Jetzt kannst du sagen, ja, ich fühle mich aber nicht so bereit, ich fühle mich nicht so fähig, da, da, da. Fülle und Salben ist keine Belohnung, weil du irgendwas toll gemacht hast. Wir haben gerade gelesen, sondern ihr werdet Kraft empfangen, für was? Für den Dienst. Kein Arbeitgeber lässt dich unvorbereitet, kein guter Arbeitgeber, lässt dich unvorbereitet für deinen Dienst. Er gibt dir die Rahmenbedingungen, er gibt dir einen Stuhl, er gibt dir einen Computer oder was auch immer, damit du arbeiten kannst. Es ist nicht dein Job, das Haus zu bauen, in dem du arbeitest. Es ist nicht dein Job, deinen eigenen Bürostuhl mitzunehmen. Er gibt dir alles, was du brauchst. Was passiert aber, wenn wir diese Fülle nicht annehmen, wenn wir sie nicht begehren? Da stehen wir ohne Bürostuhl da. Stehe ich ohne Schlüssel morgens vor der Schule. Und wundere mich, warum mich keiner reinlässt. Wie schön ist es, wenn wir das, was wir lesen, auch tatsächlich glauben. Und anfangen, so hoch von uns zu denken.
wie Gott von uns denkt. Die Fülle ist keine Belustigung. Es ist nicht, dass ich mich ein bisschen besser fühle, sondern es ist eine notwendige Ausrüstung, ein Leben zu leben, was ich ohne Befähigung nicht leben kann. Wie lerne ich jetzt, auf dem Thron zu sitzen? Ich schaue mal nach rechts und nach links, wo der Vater und wo der Sohn sitzt, und ich unterhalte mich mit ihm. Wenn ich gerade wieder aus meinem jämmerlichen Gebet hochgekrochen bin, dann unterhalte ich mich mit ihm, damit ich den Mindset eines Regierenden lerne. Und wie wunderschön ist es, wenn wir dieses Verständnis haben, dass wir wissen, bei der Bekehrung wurde mein Geist erneuert. Ich bin ein neuer Mensch geworden. In Johannes 3 lesen wir, dass das irgendwie passiert, was wir nicht so ganz nachvollziehen können, aber es passiert. Dass in mir eine neue Schöpfung geboren wird. Aber was nicht neu geboren wird, ist meine Seele. Meine Denkart, meine Gefühle, die vielleicht noch ganz alt ist. Und diese Seele soll im Laufe einer Transformation übereinstimmen mit dem, was ich geistlich geworden bin. Das heißt, du kannst heute megamäßig vom Heiligen Geist berührt und gefüllt und was weiß ich nicht alles sein. Du gehst nach Hause und heute Abend können Gedanken der Traurigkeit kommen. Oder noch viel schlimmere Dinge. Und fragst du, war das ein böser Geist? Nein. Es braucht nur, dass ich meine Seele in Übereinstimmung bringe mit dem, was die Bibel sagt, wie Gott ist und wie dieser neue Mensch in mir ist tatsächlich. Mein zweiter Punkt ist, fülle durch mich. Jetzt haben wir gerade so über diesen Thron geredet und mancher dachte sich vielleicht, okay Bernd, übertreib mal nicht. Nicht, dass wir hier alle noch stolz werden. Weil Stolz kommt vor dem Fall. Aber es ist wichtig, dass wir begreifen, dass wir erhöht wurden auf einen Thron, was nichts mit mir, nicht mit meiner Fähigkeit, nicht mit Dingen, die ich geleistet habe, zu tun hat. Sondern ich wurde befähigt und eingesetzt als König, damit ich diene. Aber mein Ziel da zu regieren ist nicht, damit es mir besser geht. Ist nicht, damit ich mich besser und ermutigt fühle nur. Sondern wir sehen hier eine wunderbare Frucht. Mein Ziel ist Frucht. Und das Bild habe ich heute die Woche mal bekommen. So, wir hatten so eine dicke Melone jetzt ein paar Tage in der Küche liegen. Und ich dachte mir so, als ich gebetet habe immer wieder, dachte ich mir, diese Melone, die wächst ja auch irgendwie. Das heißt, die liegt ja irgendwie ein paar Monate faul auf dem Boden und da kommt nur so ein winzig kleiner, dünner Stängel und durch diesen kleinen, mickrigen, miserablen Stängel kommt alles, was diese Melone geworden ist. Und ich dachte mir, du und ich, wir sind nicht die Frucht, die toll aussehen soll. Du und ich, wir sind dieser grandiose, majestätische Stiel da oben rechts. Das heißt, wenn wir nicht begreifen, dass es nicht um uns geht, laufe ich durchs Leben, als wenn ich ein König wäre auf dieser Welt. Und denk mir, jeder von euch müsste mir dienen, jeder müsste mir Applaus bringen und du bist dafür da, damit es mir heute gut geht. Das ist so ein bisschen die verschobene Sicht eines Königs, was wir manchmal haben. Und Pastor mal erzählt manchmal dieses witzige Beispiel, dass jemand mal gesagt hat, ja, ich fahre immer erste Klasse oder ich fliege immer erste Klasse, weil ich bin ja Kind des Königs. Das völlige verdrehte Vorstellung von dem, was es heißt, als König zu regieren. Weil ich gleichzeitig mir bewusst bin, warum bin ich befähigt? Na, um zu dienen. Und was heißt dienen? Ich habe im Auge eine Frucht im Reich Gottes und in dir, die ich wachsen sehen will. Und ich vergesse, wer ich bin. Ich vergesse, ob ich genug habe. Weil ich weiß, alles, was ich und was du brauchst, kommt durch diesen mickrigen Stängel, der zum Beispiel Bernd heißt. Und die Jünger sehen wir manchmal, die vergleichen sich dann so. Dann heißt es so, dass sie irgendwie ein bisschen streiten und dann heißt es, ja, wer ist der Größte im Reich? Wer ist der Tollste? Und das ist so, als wenn ich diese verschiedenen Stängel von Früchten nebeneinander liege und sage, wer ist jetzt eigentlich der tollste Stängel? Okay, der ist ein bisschen länger. Wow, der hat sogar ein Blatt. Der hat sogar zwei Blätter. Aber, weiß nicht, wann du das letzte Mal Obst im Supermarkt eingekauft hast, hast du auf die Stängel geguckt? Hast du auf die Blätter geguckt, die da so hervorragend hervorsprießen? Nein, es ist lächerlich. Wenn ich mich vergleiche mit dir, um zu finden, wer jetzt der Tollere ist, das ist so, als wenn ich solche völlig uninteressanten Stängel vergleiche und mir irgendwas darauf einbilde. Ich bin dazu da, damit diese göttliche Kraft durch mich fließt. Nicht damit ich mich gut und großartig fühle, sondern damit du davon profitierst.
Und wie schön es ist, wenn ich diese Mentalität und Identität so tief in meinem Herzen habe. Nicht wegen meiner miserablen optischen Erscheinung, Minderwertigkeitskomplexe bekomme. Ich denke, oh, ich kann ja nichts, bin ja nichts. Sondern wenn ich verstehe, ich bin ein König im Himmel. Ich regiere mit Autorität. Aber ich bin dafür da, dass ich diene und ich nehme mich selbst entweder gar nicht oder als kleinen Stängel wahr. Und problematisch wird es immer, wenn der Stängel oder der Stiel sich zu viel über seinen Stil Gedanken macht. Wenn der Stil wichtiger wird als der Stiel, der doch da ist, zu fließen. Ja, die göttliche Liebe soll durch mich fließen. Und oft sind wir so geprägt von diesem alten menschlichen seelischen Denken. Und dann strebe ich danach, dass du mir was Tolles gibst. Aber das ist überhaupt nicht die göttliche Liebe. Die göttliche Liebe ist, dass ich jeden Morgen aufstehe und mir in Erinnerung rufe, warum ich aufstehe. Es ist nämlich nicht, damit du mich liebst, sondern damit ich dich liebe. Nicht von dir etwas zu suchen, damit ich irgendwie gesättigt werde, sondern es ist, damit ich fließen kann. Damit dieser Saft Gottes durch mich fließen kann. Weil es kommt der Tag, wo du das nicht erfüllst. Und göttliche Liebe ist zum Beispiel, dass ich eine Beziehung anfange, nicht um etwas nehmen zu wollen. Verliebtheitsgefühle wunderbar. Aber ich fürchte, dass viele Beziehungen einen miserablen Start hatten, weil sie aus den völlig falschen Gründen geschlossen wurden. Und dann Schlüssel bittet man irgendwann für den Segen Gottes, hat aber seine Seele nie erneuert und kommt irgendwann in einen dunklen Tunnel raus und denkt, wo ist jetzt Gott? Ich habe schon sehr lange in meiner Seele gelebt, auf Wegen, die ich hätte nie gehen sollen, weil ich nicht in der Fülle des Heiligen Geistes lebe. Und die Fülle des Heiligen Geistes in einer Familie ist zum Beispiel, wenn ich als Vater auf Abwege komme, in eine Krise komme, dass meine Frau zu meinen Kindern sagt, hey, Papa hat gerade Schwierigkeiten, hat gerade eine schwierige Phase. Jetzt müssen wir ihm die Liebe Gottes zeigen. Dass meine Frau nicht völlig auseinanderfällt, weil ihr Mann sie nicht mehr liebt, sondern wenn sie fähig ist, meine Kinder anzuleiten, Papa auch zu lieben, wenn Papa anscheinend nicht würdig ist. Oder auch das gleiche Spiel andersrum. Das ist göttliche Liebe. Wenn ich darauf bedacht bin, zu geben, wenn ich mir bewusst bin, dass die Kraft Gottes bereit ist, durch mich zu fließen und ich nicht mehr jeden Tag aufwache, damit meine Familie mich bestätigt. Und ich ärgerlich bin, wenn mein Sohn was tut, was er nicht hätte sollen. Dass ich niemals korrigiere wegen mir, sondern nur wegen ihm. Weil ich seinen Wert sehe und weil ich seine Berufung sehe. Und wie schön wäre das, was für eine Fülle in unseren Familien, Beziehungen und Gemeinden würde das bringen, wenn wir ab heute sagen, ich lebe nicht mehr, damit ich geliebt werde. Und du hast keine Chance, das zu ändern. Wie schön wäre das? Wie schön wäre das? Dass mein Leiter grob falsch lieben kann, mich beschuldigen kann, und ich liebe ihn mit der gleichen Liebe. Wenn mein Bruder oder meine Schwester mich hintergeht, mich anlügt und über mich lästert, und es ändert meine Liebe nicht. Aber wie schnell ist das der Fall? Und Jesus sagt, ich bin gekommen, warum? Nicht, damit wir uns immer wieder mal nur versammeln können, über eine nette Tradition, die wir haben. Sondern damit sie Leben haben. Und zwar nicht irgendein Leben, sondern göttliches Leben. Dass sie nicht irgendwelche Gebete beten, sondern göttliche Gebete, die uns tiefer hineinbringen in das göttliche Leben. Halleluja. Reinhard Bonke hat mal gesagt, wenn wir immun sind gegen das Lob von Menschen, sind wir auch immun gegen die Kritik. Das, zwischen den Zeilen liest du da diesen göttlichen Charakter, diese göttliche Liebe, die gibt und gibt und gibt, weil sie bekommt und bekommt und bekommt. Und dann sage ich nicht, oh, ohne meinen Kaffee morgens kann ich nicht in den Tag starten und kann ich nicht lieben. Der Heilige Geist ist stärker als ein Kaffee. Und dann sage ich nicht, oh, ich hatte jetzt 10 Monate keinen Urlaub mehr, deshalb bin ich völlig down, bin ich völlig mies gelaunt und kann dich nicht lieben. Sondern ich sage, nein, Heiliger Geist, ich will deine Fülle jeden Tag. Und ich höre nicht auf, zu bitten und zu suchen,
bis ich das habe. Ich will und mein Umfeld hat es verdient, dass sie die Fülle sehen. Der Heilige Geist ist nicht schwach, sondern er ist mächtig und bereit zu fließen, wenn wir bereit sind, wenn wir das wollen. Wir haben heute tatsächlich diese Wassermelone mal aufgeschnitten. Und siehe da, sie war, ich übertreibe ein bisschen, halb hohl. Und meine Frau und ich standen vor der Wassermelone und dachten uns, okay, das sieht jetzt nicht so grandios aus. Und ich dachte mir, vielleicht in dieser Wachstumsphase, da gab es ziemlich viele Zeiten von Dürre, wo da irgendwie die Veranlagung da war, dass etwas wächst im Inneren, aber es ist nichts gewachsen. Der Geschmack war auch miserabel. Wir haben sie dann schlussendlich weggeschmissen. Und wie schade wäre es, wenn Menschen so oft vom Christentum probieren und irgendwann keinen Appetit mehr haben. Und dann sagen sie, ja, ich bin enttäuscht von Gott. Aber sie sind nicht enttäuscht von Gott, weil den kennen sie ja gar nicht. Sonst würden sie mit ihm leben. Sondern sie sind enttäuscht von deiner und von meiner Frucht. Ich bin so enttäuscht von zutiefstem Herzen von Avocados. Weil jedes Mal, wenn ich eine Avocado kaufe, mache ich sie aus und schmeiße sie sofort weg. Vielleicht hast du da mehr Glück, kannst mir nach der Predigt einen Tipp geben. Aber ich bin satt und ich gebe doch kein Geld aus für Früchte, die ich dann wegschmeiße. Und wie schade ist das, wenn wir so viele nicht so gute Früchte produzieren, weil unser Fokus so sehr auf dem Stängel ist, der wohl 15 Blätter hat, aber die Frucht ist miserabel. Na, Menschen werden keinen Hunger, keinen Heißhunger haben auf deinen und auf meinen Gott, wenn sie jeden Tag von deiner Frucht essen. Und wie schön wäre es, und nichts Geringeres ist der Plan Gottes in deinem Leben, dass sie köstliche Frucht essen. Heißt nicht, dass dann jeder Hurra schreit, aber es heißt, dass Menschen, die hungrig sind, tatsächlich satt werden. Mein dritter Punkt ist, die Fülle anheizen. Also wir haben gelernt, wir sind eingesetzt, laut Epheser 2,6, nicht nur mit auferweckt, dieses neue göttliche Leben in uns, sondern wir sind sogar an einen Ort eingesetzt, der Autorität zum Dienst. Wir sind aber auch Stängel, weil wir wissen, es geht nicht mehr um uns. Es geht, damit die göttliche Liebe, göttliche Kraft durch mich fließt. Und etwas nachhelfen kann ich, damit irgendwie was sichtbar wird, indem ich anheize. Und oft ist das Problem nicht, dass der Heilige Geist nicht da ist. Ist es nicht, dass wir irgendwie unvorbereitet sind. Aber in unserem Herzen brennt kein Feuer. Und wir finden nicht diesen Ausdruck, glaube ich, dass wir einfach nur dem Heiligen Geist erlauben sollen, in Klammern, wenn er denn will, zu wirken. Wir werden in anderer Hinsicht, werden wir immer wieder ermutigt, ihn zu suchen. Das heißt zum Beispiel in 1. Korinther 12, strebt eifrig nach den Gnadengaben, nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Paulus wiederholt sich danach wieder, strebt nach der göttlichen Liebe und bemüht euch eifrig, dass der Geist an euch wirkt. Römer 12,11, seid brennend im Geist. Der Heilige Geist fragt mich immer wieder, willst du das denn? Willst du das? Oder ist das irgendwie nur nett? Und keine Ahnung, macht dir ein bisschen nette Gefühle, weil der Lobpreis schön ist. Willst du das? Bittest du den Heiligen Geist darum? Wartest du auch um eine Zeit? Wir müssen nicht diese 10 Tage warten, wie die Jünger damals. Das ist, glaube ich, nicht so die strenge Vorgabe für jeden. Das ist völlig unterschiedlich. Aber willst du die Fülle des Heiligen Geistes? Willst du das ganz? Willst du das ein bisschen? Dann geh und besprech dich mit dem Heiligen Geist, wie sehr er das möchte. Willst du die Fülle im Heiligen Geist? Willst du die Taufe im Heiligen Geist? Oder sagst du, ja, ist nett, oder war für früher, oder brauche ich nicht, oder sind wir zufrieden mit dem, was wir haben? Ein großes Geschenk, was Gott mir gibt, noch nicht so viel, wie ich oft erhoffe und erwünsche, aber er gibt mir, seit Beginn hat er mir einen Wunsch und eine Sehnsucht nach mehr gegeben. Und wie oft war ich auf Abwägen? Aber diese Sehnsucht, dass ich merke, Bernd, du lebst überhaupt nicht das, was da hier in der Bibel geschrieben steht. Und dann gehe ich auf meine Knie und sage, Gott, es kann nicht sein, dass meine Umstände mich bestimmen. Und meine Umstände, mein Herz,
meine Mitmenschen mich abhalten von der Fülle im Heiligen Geist. Das ist eine ganz andere Ebene. Hier ist die göttliche Ebene, hier ist die menschliche Ebene. Die menschliche Ebene kann nicht verhindern, dass du in der Fülle des Heiligen Geistes lebst. Nicht deine Vergangenheit, nicht deine Mitmenschen, nichts. Aber oft versinken wir darin und verstehen nicht, dass der Geist Gottes uns so viel geben will und so viel durch uns wirken will. Wie kann ich nach dem Wirken des Heiligen Geistes streben? Heiliger Geist fragt mich, ist mein Ziel, für mich selbst zu leben oder für meinen Nächsten, für das Reich Gottes? Denke ich mehr über mich selbst nach oder bete ich sogar die Verheißungen nur für mich selbst, weil ich einen Tunnelblick habe zu meiner Berufung? Oder bete ich mindestens vielleicht genauso viel für meinen Nächsten? Und auch zwar nicht, dass Gott sie segnet, dass sie mich wieder segnen, sondern weil ich ihren Wert und ihre Berufung sehe. Und dann bete ich zum Beispiel die Verheißungen über meine Familie, über meine Gemeinde. Und ich bleibe nicht nur bei mir stehen und denke, ja, das Wirken des Heiligen Geistes ist nur für mich jetzt, sondern ich verstehe, ich bin ein Stil, der im Stil des Heiligen Geistes agieren sollte. Ich ehre andere Menschen mehr als mich. Und dann lese ich in der Bibel und dann glaube ich das, was in der Bibel steht. Und dann habe ich diese Schublade Theologie, mache ich ein für ein allemal zu und sage, wenn ich was für nicht verstehe, ist das nicht irgendeine Theologie, sondern dann ist das eine Offenbarung, die auf mich wartet und die ich bekomme, wenn ich dann klopfe und wenn ich danach suche. Und darfst du mit mir aufschlagen, Epheser 6, 18, wo es darum geht, wie der geistliche Kampf so abläuft. Da spricht Paulus darüber, wie wir kämpfen können. Und ich will jetzt nicht alle Bereiche unserer Rüstung nennen, aber zum Beispiel Vers 17, Epheser 6, 17 heißt es, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Diesen Helm des Heils, dass ich weiß, mein Heil ist durch das Blut Jesu. Ist nicht durch meine Taten. Und ich beweise auch nicht, dass ich würdig bin, sondern ich danke Gott, dass er mich würdig gemacht hat. Und ich nehme das Schwert des Geistes. Jetzt wird's scharf. Welches ist das Wort Gottes? 18. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Mit allem Gebeten und Flehen im Geist. Alles Gebet, das hört sich irgendwie nach verschiedenen Arten an von Gebet, verschiedene Anliegen, aber es heißt auch hier im Geist. Das heißt, ich nehme auch die Waffe, dass ich in Sprachen bete. Und das kannst du jetzt durch die Maske noch viel besser als früher. Ich als Lehrer, ich sitze in meiner Klasse und ich bete in Sprachen. Und Schüler sehen gar nichts. Das ist wunderbar. Neulich hat mein Sohn so gesagt, Papa, red Deutsch. Weil manchmal rede ich, meine Frau, alle reden Englisch, wenn es irgendwie um Dinge geht, die sie, die Kinder erst später erfahren sollen. Und dann ermahnte er mich immer wieder, Deutsch zu sprechen. Wir können immer in Sprachen beten. Und wie kostbar ist das, wenn wir das tatsächlich tun? Das ist ein Schwert des Geistes. Und wie schön ist es, wenn ich durch meinen Alltag gehe und in Sprachen bete, in Zungen bete und ich den Heiligen Geist immer wieder einlade, dass er mich lehrt. In 1. Korinther sagt Paulus, dass wir natürlich unverständliche Worte reden. Das ist eine Sprache, die für meinen Verstand keinen Sinn macht, aber die mich trainiert einerseits, im Göttlichen zu denken, nicht nur auf dem beschränkt zu sein, was mein Verstand wahrnimmt und verstehen kann. Aber Paulus sagt auch, wir beten Geheimnisse. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, dass die ganze Fülle Gottes jetzt meine ist und ich im Himmel throne. Das ist, muss ich ehrlich zugeben, noch gewissermaßen zum kleinen Prozentsatz ein Geheimnis für mich. Und ich weiß nicht, ob du Hunger hast, mehr von diesem Geheimnis zu wissen. Ja, dann bete in Sprachen. Bete in Sprachen und lass zu, dass der Heilige Geist dich auf ganz neue Art und Weisen führt. Und dann bete ich für Menschen, wo mein Herz so verbittert ist. Weil ich so sehr darüber nachdenke, was sie tun, was sie sind, was sie an mir angetan haben. Und meine alte Seele hat keine Chance, dass sie vergibt. Keine Chance, dass sie liebt. Aber ich bete in Sprachen. Und ich helfe meinem lahmen Verstand da oben ein bisschen nach. Und sage ihm, wo es lang geht. Und spreche irgendwas aus dem Geist, was darüber geht.
was es bedeutet, dass Jesus Christus für diesen Menschen auch gestorben ist. Und ich, wenn Gott es nicht tut, kein Anrecht habe, anzuklagen. Das Wort sagt ganz klar, Gott rechnet uns unsere Schuld nicht mehr an. Was ist aber, wenn ich es tue? Ich trenne mich vom Heiligen Geist. Mein Ende wird nicht gut. Wie schön ist es, wenn wir in Sprachen beten. Und wenn du es noch nicht hast, bitte Gott darum. Bei mir hat es ein bisschen gedauert. Irgendwann auf dem Heimweg von der Arbeit plötzlich. Drisch, war's da. Kommt nicht immer sofort. Aber wie schön ist das, wenn ich meinen Verstand vielleicht frei habe für die Arbeit. Meinen Verstand frei habe, um Dinge zu tun. Aber mein Geist kann aktiv sein. Weil wie oft ist es so, dass wir irgendwann völlig in uns zusammenfallen, völlig passiv und denken, oh, jetzt brauche ich eine Pause. Ja, weil ich die letzten 2 Stunden überhaupt nicht aktiv war im Geist. Und das ist ein Schlüssel, dass wir die Fülle immer haben. Das ist deine und meine Entscheidung. Gehe ich dieses Wagnis ein, dass mein Verstand mich für verrückt erklärt, aber ich merke, dass mein Geist erfrischt wird und ich merke, wie ich plötzlich Menschen dienen und lieben kann, pausenlos, was ich früher nicht konnte. Wo meine Seele, meine Mitmenschen mir einen Vogel zeigen, aber ich merke, ich habe Power. Ich habe die Power von oben, das zu tun, wozu ich geboren und erlöst wurde. Und ich will dich einladen, aufzustehen. Und was ich jetzt noch mit uns vorhabe, ist, dass wir den Heiligen Geist einladen, dass er unsere Seele, unsere Gedanken an die Hand nimmt und in die Richtung führt, in die Wahrheit hineinführt, was er in seinem Wort sagt. Und ich will dich einladen, dass wenn du jetzt drüber nachdenkst, was ist herausfordernd in deinem Leben und wie tief hast du dein Level gesetzt mit Gott, dass du jetzt den Heiligen Geist bittest, dass er dein Verstand hochhebt auf das Level, auf das Maß, was er für dich hat. Und dann kommt vielleicht Bitterkeit hoch, da kommt Enttäuschung hoch, da kommt Frustration, Müdigkeit, Depression, Ängste hoch. Aber ich verstehe, ich muss Gott jetzt folgen. Ich muss Gott jetzt aufs Wasser folgen. Und wie Petrus nicht passiv im Boot war, sondern aktiv ausgestiegen ist, so lade ich dich ein, dass du jetzt aktiv aussteigst aus den verkorksten Rahmen und Begrenzungen deiner Seele und in deinem Verstand erlaubst, dass der Heilige Geist dich anleitet, das zu beten, was er über dich betet. Weil das ist oft unsere Begrenzung. Wir beten nur das, was wir sehen. Das, was mein Leben, meine Gefühle mir zeigen. Aber unsere Gebete sollten viel weiter gehen. Unsere Gebete, unsere Worte sollen mit so viel Glauben erfüllt sein. Viel mehr als das, was ich schon erlebt habe. Aber wenn ich mich ausstrecke nach mehr, wenn ich mich ausstrecke, dass dieses Feuer in meinem Herzen brennt, ja, dann muss ich ja viel mehr beten. Und ich will dich einladen, dass du deine Augen jetzt schließt und dass du allein vor Gott stehst jetzt. Und dass du das Wort Gottes, was Gott dir jetzt gibt, dass du fähig bist, immer und jeden zu lieben. Dass du fähig bist, mit einer Reinheit des Herzens zu dienen, zu ehren. Dass kein Verlust und kein Schmerz, keine Enttäuschung, keine Verletzung im Leben stärker und lauter sprechen darf, als das, was der Heilige Geist in deinem Leben, in deinem Herzen jetzt tun will. Und das braucht Mut. Das braucht Mut, dass ich sage, ich lasse das zurück, was mein Verstand mir meldet. Gott, ich glaube dir, dass dein Wort wahr ist. Ich glaube dir und ich gehe, bleibe jetzt nicht passiv, sondern ich spreche aktiv auch aus. Das, was du über mein Leben sprichst. Und ich will dir folgen aufs Wasser, da, wo meine Seele nicht gewohnt ist zu gehen. Und ich will die Fülle des Heiligen Geistes. Ich will die Taufe im Heiligen Geist. Ich will in Sprachen beten. Und ganz besonders als Nummer 1 will ich der Welt zeigen, was die Liebe Gottes ist. Und die Liebe Gottes wird so deutlich, wenn Menschen mir nicht das geben, was ich verdiene. Wenn Menschen mich hintergehen, wenn sie mich belügen, wenn sie mich als Stück Dreck behandeln und erwarten, dass ich eine Mentalität eines Bettlers habe und schreie nach Hilfe. Aber ich sage dem ab und ich sage nein. Ich danke dir, Vater, dass du mich eingesetzt hast, im Himmel zu regieren und zu herrschen, um an dein Reich voranzubringen.
Und ich lasse hinter mir Passivität. Ich lasse hinter mir Halbherzigkeit. Und ich nehme das in Anspruch. Und ich vertraue dir, Heiliger Geist, dass du das irgendwie durch mich wirkst. Ich danke dir, dass du mir Kraft gibst zum Dienst. Ein Dienst zu sein, ein Zeugnis zu sein. Die Fülle des Heiligen Geistes meinen Arbeitskollegen, meiner Familie, meinen Mitmenschen zu zeigen. Und zwar jeden Tag. Ich erlaube mir selbst nicht mehr Zeiten, wo ich ausgeschaltet und in Standby bin. Sondern dein Geist ist jeden Tag aktiv. Dein Geist ist zu jeder Uhrzeit lebendig und stark genug, das göttliche Leben zu manifestieren. Und wir beten um Vergebung, wo wir dich reduziert haben auf einen netten Gott, der uns ein bisschen ermutigt. Nicht verstanden haben, dass mein ganzes altes Herz Vergangenheit ist und du mir Fähigkeit gibst, mit reiner Liebe zu lieben. Und das wollen wir, Vater. Dafür strecken wir uns aus. Wir wollen nicht weniger als reine Liebe. Wir wollen Menschen lieben, die uns verletzt haben. Wir wollen Menschen vergeben und ihnen dienen, die es angeblich nicht wert sind. Und wir wollen diese Momente nutzen, Herr, wo Menschen uns enttäuschen, wie dieser heilige Moment da ist, wo ich ihnen die Liebe Gottes zeigen kann. Und wo ich alle ihre Prinzipien der Liebe völlig durchbreche und sie mit Ehre behandle, ob sowohl sie mich schlecht behandelt haben. Vater, vergib uns, wo wir uns verrannt haben in oberflächlichen Dingen, in Emotionen und Äußerlichkeiten. Heiliger Geist, komm. Lehre uns, nimm uns bei der Hand, führ uns auf dem Wasser, dass wir gehen, wie Jesus ging, auf dem Wasser. Und der Welt zeigen, was es heißt, dass Jesus in uns lebt. Dass die Welt nicht aussprechen, aber fühlen und begreifen kann, was es heißt, dass die Fülle Gottes in mir lebt. Vater, und ich bete auch für diesen unsättlichen Durst, diesen unsättlichen Hunger, dass wir nicht aufhören, bevor wir nicht die Fülle Gottes in uns haben. Die Dinge, die zu hoch sind für den Verstand der Religiosität. Und wir vergeben jetzt. Wir vergeben Bruder X, wir vergeben Schwester Y, wir vergeben Eltern, wir vergeben Kinder, wir vergeben, weil dein göttlicher Geist uns fähig macht. Wir entscheiden uns zu lieben. Wir entscheiden uns, dieser Stil zu sein. Der nicht mehr nachdenkt über Stil, sondern dieser Stil ist und dieser Kanal der reinen Liebe Gottes ist. Und Heiliger Geist, wir geben dir die Erlaubnis, dass du uns jedes Mal auf die Schulter tippst oder uns einen kleinen Klaps gibst. Wenn wir heruntergestiegen sind vom Thron, wenn wir uns nur noch um uns selbst drehen, in Scham, in Schuld, in Anklage uns haben einwickeln lassen. Und wir nehmen die Wahrheit, dass das alles durch das Blut Jesu Vergangenheit ist. Und wir steigen jetzt auf unseren Thron, wir steigen und leben im Himmel in dieser göttlichen Realität und göttlichen Kraft. Und wir heißen und nennen das Tod, was in deinen Augen tot ist. Und wir stehen auf, weil wir auferstanden sind. Und wir nehmen diesen Platz im Himmel ein, weil wir dazu berufen sind. Und wir sind dieser Kanal, weil deine Liebe fließt. Und wir beten, dass du uns anleitest, dass wir dieses Feuer immer wieder entfachen. Dass wir nicht Wasser, sondern Öl hineingießen. Dass Menschen diese Frucht schmecken, dieser reinen Liebe, in Momenten, wo sie es nicht verdient haben. Und wir diese Fähigkeit haben, zu leben, wie Jesus gelebt hat. Halleluja. Vater, ich bete, dass du auch Mauern einreißt, Herr, wo Intimität nicht mehr möglich ist. Wo wir uns vergraben haben in Religiosität, in Schuld oder Scham und uns nicht mehr raustrauen, so rufst du uns jetzt, dass wir hineinkommen in deine Gemeinschaft, in diese Intimität, wo uns die Augen öffnest, dass wir rein sind, dass du uns vergeben hast, dass das Blut Jesu mich gereinigt hast und völlig wertvoll in deiner Gegenwart jetzt stehen lässt. Auch das nehmen wir jetzt im Glauben an und beanspruchen das für uns. Danke, Heiliger Geist, dass du längst noch nicht fertig bist. Halleluja. Lade dich ein, dass du sprichst, mein Heiliger Geist. Sei nicht stumm, sei nicht passiv, sondern bitte ihn um mehr. Bitte ihn um das Feuer. Bitte ihn um diese Verwandlung. Bitte ihn, dass du Kanal und Stiel bist und dass du große Frucht sehen wirst. Köstliche, wunderschöne Frucht der Herrlichkeit Gottes. Amen.